Wenn wir uns jetzt mal nur die Borreliose anschauen, dann gibt es da ja verschiedenste Angaben hinsichtlich der Statistik, also um einen riesigen Faktor auseinanderliegen. Was gibt es denn da für Zahlen und wie kann das auch sein, dass da so unterschiedliche Angaben Ja, vorliegen? wir haben in einzelnen Bundesländern wie Bayern eine Meldepflicht für die Borreliose, sprich für die frische Infektion einer Wanderröte oder auch einer frischen Neuroborreliose oder auch einer frischen Gelenkentzündung. Und in Bayern liegt für 2018 um die 5000 Fälle. Demgegenüber stehen aber die Meldungen, die die Kollegen insgesamt in Bayern an einer Borreliose über die Techniker Krankenkasse gemeldet haben, von 40.000 Fällen. Und das ist natürlich eine ungleiche Zahl, also eine achtfach höhere Zahl. Jetzt ist die Borreliose nicht in allen Bundesländern meldepflichtig, muss man dazu sagen. Und wenn man in 2018 alle Länder zusammennimmt, dann kommen wir um die 14.000 an frischer Borreliose-Erkrankter. Wenn man aber Umkehrschluss die Technikerkrankenkassenzahlen nimmt, kommen wir auf die 350.000 pro Ja, also pro 2018 gesehen. Jetzt haben wir aber ein großes Problem. Die Borreliose ist nicht einfach zu diagnostizieren und nicht jeder zeigt die Zeichen einer frischen Infektion wie der Wanderröte, sodass wir die Zahl der Technischen Krankenkasse der Meldungen sicherlich verdoppeln müssen, um den Faktor 2. Hinzu kommt noch, nicht alle Länder ist es meldepflichtig. Auch diese Zahlen, die wir verglichen worden sind, haben wir nicht in allen Bundesländern erhoben, so dass man insgesamt, wenn man jetzt sehr stark extrapolieren würde, um die 1 Million bis 1,2 Millionen der frischen Infektionen kommt. Meldepflichtig davon wären aber maximal 30.000 gewesen. Meldepflicht heißt auch, der Arzt muss sehr viel Arbeit investieren, muss noch einen Bogen ausfüllen. Viele denken nicht an die Meldepflicht. Der Ärzte wissen überhaupt davon nicht. Selbst in den Bundesländern werden auch da keine Maßnahmen zugeführt. Das heißt, sie müssen auch keine entsprechenden Maßnahmen des Robert-Koch-Instituts erwarten. Das heißt, sie werden nicht in Regresse genommen. Aber bei der Technikerkrankenkasse geht es darum, dass man auch abrechnen kann. Und wenn man dann die Diagnose einer Borreliose stellt, wie auch immer, dann bekommt man natürlich auch ein Geld innerhalb dieser Diagnosestellung. Und dieser ICD-Code, darauf basiert diese Zahl von 350.000 mal 2. Wenn man alle Bundesländer dann zusammennimmt, dann kommen wir um die 1 Million für 2018. Ja, wenn man jetzt Jahr zu Jahr rechnet, dann kann man es ganz einfach sich zusammenrechnen. In 20 Jahren hätten wir dann 20 Millionen Betroffene, also 25% der Deutschen. Und erstaunlicherweise, wenn man dann bei Blutspendern mal die Borrelien-Antikörper untersucht, findet man auch bis zu 20, 30% Borrelien-Antikörper, ohne dass die Leute, die fühlen sich ja gesund, davon was wissen. Also es kommt schon etwa hin, diese Zahl, über diesen langen Zeitraum. Ich denke, das Bewusstsein, die Diskussion, die zum Teil wilde Diskussion, ob eine Borreliose überhaupt existent ist, ob die Leute sich das auch einbilden dann im Endeffekt, hat jetzt schon an Dramaturgie zugenommen, selbst bis hin zur politischen Ebene. Man muss aber eins dazu sagen, dass das Bewusstsein dann auch inzwischen wieder abgelegt wurde, sodass man dieser Krankheit inzwischen verniedlicht, selbst wenn man den Eindruck hat, der Patient könnte eine Borreliose haben. Zum anderen sind auch die Diagnosen Teste nicht sehr gut aussagekräftig. Wir finden auch bei wenigen überhaupt einen Antikörper, kommen wir nachher, denke ich, auch noch dazu, einen Antikörpernachweis, sodass viele Fehldiagnosen gestellt werden. Und in der Regel dauert es schon 3 bis 5 Jahre, bis überhaupt einmal die Idee eines Arztes aufkommt, Mensch, es könnte doch etwas mit dem Zeckenstich zu tun haben, wo der Patient dann krank wurde, vielleicht ohne diese Wanderröte. Und 20% haben beispielsweise eine Sommergrippe, was auch die meisten Kollegen gar nicht wissen. Also wenn eine Sommergrippe nach dem Zeckenstich ohne diese Wanderröte auftritt, dann ist das auch eine Infektion, müsste theoretisch auch gemeldet werden. Die Durchseuchung der Zecken mit dem Borrelien in Deutschland liegt bei ca. 30 bis 50%. Aber im Englischen Garten in München haben wir auch 50%, unweit von hier. Wir denken aber, das ist die Zecken. Wir haben eine Zeckenpolizei, dann hört das eben an den Landesgrenzen auf. Funktioniert aber nicht, weil die Vögel, auch die Songbirds, sagen wir die Singvögel in Kanada beispielsweise, auch sehr weit diese Zecken transportieren können mit den Erregern. Und es ist also länderübergreifend, auch in der Schweiz. Es liegt so um die 5 bis 34%. Das hängt immer davon ab, wo man sich aufhält, in welchem Garten man ist. Also doch eine sehr hohe Durchseuchung, die wir da haben.
Was ich bei allen Patienten, ich habe bestimmt 15.000 gesehen, selbst in den letzten Jahren, oder zumindest mit Kollegen oder Heilpraktiker oder allen möglichen Fachspezialisten diskutiert, die Leistungsminderung der Leistungsknick. Der Fall Alexander Meyer ist ja typisch, oder Schweinsteiger, wie sie alle heißen, die Leute oder Avril Lavigne, die Prominenten, die sich auch geoutet haben. Haben ja da die deutliche Leistungsmindung, die arbeitsunfähig, die eigentlich abgeschlagen, da kommt alles nach dem Zeckenstich. Dann das Kribbeln, Ameisenlaufen, Nadelstichartig, ziehende, brennende Schmerzen, Taubheitsgefühle, brennende Fußsohlen. Jetzt hat nicht jeder Patient alles. Das muss man alles vom Patienten erfragen. Nicht jeder hat wirklich alles. Nackenbeschwerden, Schulter und nicht alles muss mit Borreliose zusammenhängen. Gemüter zu beruhigen. Schulterschmerzen. Meist geht es auf einer Seite auch los, wo der Zeckenstich auch war. Das kann man ganz gut erfragen in der Anamnese, was wir machen. Aber da braucht man wirklich Zeit, eine Stunde Minimum. Zeitweise Kopfschmerzen, mal Schwindel, so haubenartige Kopfschmerzen, Wechselwandern, Gelenkschmerzen, Rheuma, Schwächegefühl, die Kaffeetasse fällt aus Sand, ganz typische Frage. Gereiztheit, psychische Belastung, Depression, Rückenschmerzen, das Durchschlafen, man wird nachts wach, man ist klitschnass geschwitzt zwischen 2 und 4, ein ganz typisches Symptom, gerade am Anfang der Infektion nach dem Zeckenstich, wenn man die überhaupt bemerkt hat, die Zecke, wie gesagt, nur 18% wissen was davon, oder 18,5%, eine Studie von 2000, die man jetzt erhoben hat, Halsschmerz, Infektneigung. Jetzt darf man aber nicht alles in diese Borreliose reinstopfen, das wäre ganz fatal, man muss das schön, fein, säuberlich herausarbeiten. Wann hat das angefangen? Warst du draußen? Warst du vielleicht in Bayern? Hast du Urlaub gemacht? Bist im Gras gewesen? Wann ging das los? Oder hast du das schon vorher gehabt? Das muss alles fein differenziert werden. Das ist auch nochmal Aufgabe der Sprechmedizin der Hausärzte. Nur ein Hausarzt hat nur 6 bis 7 Minuten Zeit, um das alles abzufragen. Also ist schier unmöglich. Das sind die Zecken sind Dirty Needles, sind auch ein Chamäleon. Jetzt haben wir immer mehr Evidenz, also Wissenschaftlichkeit, dass Co-Erreger in den Zecken sind. In Österreich viele Babesien, Bartunnel, das hat mit den Katzen auch zu tun. Das muss gar nicht die Zecke übertragen, das kann das Katzenkratzen sein beispielsweise. Die Ehrlichien, die Anaplasmen, die Rickettsien, die Coxiellen gehören auch dazu, die Chlamydien, die Mykoplasmen und die opportunistischen Infektionen. Und was man sagen muss, die Zecken sind ja verseucht. Also nicht, dass man denkt, das ist nur ein Erreger. Wenn man das mal so ein bisschen liest, die Entwicklung über die, man kann die Zecken heute testen und ich kann auch jedem anraten, die Zecke testen zu lassen. Auch wenn man sagt, nein, was habe ich für Konsequenzen davon? Aber ich bin doch eher sicher, wenn die Zecke frei ist von Borrelien oder Bartonellen oder Rickettsien, dann bin ich doch sicherer und beruhigter, wie wenn ich immer noch in der Dunkelheit da schwebe. Und ich kann das wieder auch für Gerichtsverfahren einsetzen, wenn ich geschädigter bin, will die Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Ich bin immer in der Nachweispflicht. Also Zecken aufheben, auf jeden Fall mit einem Tesafilmstreifen auf dem weißen Blatt, mit Stichdatum, man muss die nicht testen, also wenn man danach krank wird, kann man die immer noch testen lassen. Der Iceman, 5300 Jahre alt, war ja auch in seinem Knie mit Borrelien behaftet und erkrankt und das hat man ja auch noch nach 5300 Jahren Borrelien-DNA isoliert. Also man muss sehen, Zecke aufheben, die Zecken sind so verseucht, das ist unvorstellbar. Also wir müssen schon aufpassen, dass wir wenige chemische Substanzen einsetzen in der Medizin, weil die alle wieder Nebenwirkungen haben. Also könnte man quasi sagen, dass im Endeffekt kein Weg daran vorbeiführt, egal wie man es jetzt macht, dass aber kein Weg daran vorbeiführt, den Körper wieder zu stärken, das Immunsystem zu stärken, Darmflora aufzubauen und so weiter. Und dann halt guckt, okay, für welche andere Methoden setze ich auf dieser Basis ein, auch mit einer gezielten Diagnostik zum Beispiel? Ja, da gehört aber auch die Ernährung schon mal dazu, was ich esse. Ja. Wenn ich jetzt Fisch esse, wenn ich viel Plastik esse, wenn ich viel Schwermetalle trinke, da gehören meine Zähne natürlich dazu, ganz klar. Was habe ich denn da drin überhaupt noch? Da gehört meine Lebensweise, die Stressoren, was mit meinem Cortisol, was mit meinem Testosteron, da gehören natürlich verschiedene endokrinologische Faktoren dazu. Das Ganze ist, ich nenne das ein Peeling the Onion Model, also ein Zwiebelschalenmodell, aber im Kern sind immer die intrazellulären Infektionen. Da kommt man, ich glaube, von allen Fachdisziplinen international nicht mehr drum rum nach Infektionsschauen, weil wir volle Erreger sind und der Erreger sich eben so ausbreitet, ob das ein Pilz ist oder ein Parasit ist, wie unser Immunsystem ist.
Dann, wenn man es diagnostiziert hat, dann aber auch so lange behandeln, bis man wieder gesund ist und jetzt sagen, hier eine Woche Antibiotikum ist gut. Das sind die Fälle, die sehe ich dann nachher im Endeffekt, auch weil es einfach den Menschen nicht so gut geht und auch das Monitoring nicht ist. Man nimmt das auf die leichte Schulter, hier hast du ein bisschen Doxycyclin, eine Tablette ist schon gut, da wird es schon gut sein und dann wird er eben doch nicht so gut und dann hat er doch weiter Gelenkbeschwerden. Da sollte man sich schon mal drum kümmern. Ja, und vielleicht die optimistischste Sache, man hat immer noch Behandlung. Handlungsoptionen. Also man soll dann die Flinte nicht ins Korn schmeißen, aber man soll sich nicht psychisch krank erklären lassen. Das liegt mir wirklich am Herzen.